Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Dwarf Fortress. Ich habe mir hier auf einer anderen Karte ein schönes Plätzchen gesucht, mit Lehm, Flagstone, Shallow Metals, Deep Metals. Hier ist übrigens auch darauf zu achten, ob hinter dem Metal ein S ist oder nicht. Habe ich letztes Mal nicht erwähnt. Das bedeutet auch, ob da ein Metall vorhanden ist oder mehrere. Hier ist es ruhig, es gibt zwar nicht so viele Pflanzen, dafür aber ordentlich Holz, die Temperatur ist mäßig und wir haben halt alles da und ich kann, wenn es klappt, alles zeigen hier. Das war ganz wichtig. In der letzten Welt habe ich echt gar nichts Gutes gefunden. Einziges Manko hier ist, wir haben, Moment, eben mal, ups, oh nein. Wo war es jetzt irgendwo hier? Genau, das ist nämlich das Manko. Wir haben hier leider keine vernünftige Klippe. So nah an das Wasser möchte ich ja nicht ran. Deswegen habe ich mir hier die Zweier ausgesucht. Und es gibt nur Little Soil. Das heißt, wir müssen ein bisschen Glück haben damit, ob wir anbauen können oder nicht. Aber im Lehmboden kann man auch anbauen. Da gibt es hier immerhin ganz viel von. Ja, so einen richtigen Berg haben wir also nicht, aber dafür haben wir alles schön flach und übersichtlich. Wenn ihr einen Ort gefunden habt, wo ihr euch anziehen wollt, dann drücken wir E zum Embark. Dann gibt es nochmal eine Warnung. Wenn irgendwas Spezielles ist, also sagen wir mal, Salzwasser ist in der Nähe oder es ist extrem warm oder kalt, dann bekommt ihr zwei Warnungen. Ob ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr das tun wollt. Diese hier ist aber normal, dann drücken wir Enter und dann sehen wir das hier. Hier können wir entweder schon ein vorgefertigtes Pack an Zwergen und Ausrüstung nehmen oder was wir natürlich machen wollen, wir wollen uns sehr sorgfältig vorbereiten. So, hier sieht man jetzt unsere sieben Zwerge, die wir mitnehmen. Das sind unsere Startzwerge, die haben mit noch keinen Job, die heißen alle Peasant und die haben alle auch noch keinen Skill. Die 10 dahinter bedeutet, beziehungsweise haben die alle ihren Skill auf 5, das ist der Startlevel. Und die 10 hinter den Zwergen heißt, wir können noch 10 Punkte verteilen. Das machen wir aber gleich. Als allererstes drücken wir einmal Tab. Damit kommen wir nämlich zu den Items, die wir mitnehmen wollen. Und hier kann man jetzt ein bisschen was sparen. Wir sehen ganz unten, neben den Menüfunktionen, ganz links die Punkte. Das sind die Punkte, die wir zum Ausrüsten noch übrig haben. Das Ganze funktioniert ja so ein bisschen wie bei Warhammer. Ihr habt so und so viele Punkte. Jeder Skill für einen Zwerg kostet Punkte und alles, was ihr so mitnehmt, kostet halt auch eine gewisse Anzahl an Punkten. Und hier kann man schon ein bisschen sparen. Das machen wir zuerst, bevor wir die Zwerge ausrüsten. Zum Beispiel Kupferspitzhacken 2 ist okay, wir wollen zwei Minenarbeiter haben, da können wir auch zwei Spitzhacken gebrauchen. Aber zum Bäume fällen reicht eigentlich am Anfang ein Zwerg. Mit 68 Punkten ist die auch recht teuer, die Kupfer-Battle-Axe. Deswegen lassen wir die schon mal weg. So, ein Amboss. Den kriegen wir nachher auch gehandelt für 100 Zwergengeld, sag ich mal. Deswegen können wir den am Anfang auch weglassen. Den brauchen wir für die Schmiede und den kriegen wir mit der ersten, wenn wir gut sind, Zwergenkarawane schon so rein. Den können wir uns hier also auch sparen. So, das nächste ist Alkohol. Alkohol können wir ruhig etwas erhöhen, denn unsere Zwerge sind natürlich waschechte Zwerge und die trinken nur Alkohol. Die können zwar auch Wasser trinken, das macht die aber arg grumpig. Ein Alkohol hat auch keine negativen Folgen, solange genug da ist, ist das kein Problem. Deswegen packen wir da ruhig ordentlich von ein. So, die nächsten Sachen hier, das sind Samen. Die brauchen wir für unser Indoor-Farming. Und Plump-Helmets packen wir mal ein paar mehr ein, denn das wird am Anfang unsere Hauptnahrungsquelle. Das ist die einzige Pflanze, die man sowohl kochen kann, essen kann, als auch verbrauen kann. Allerdings muss man beim Kochen aufpassen, da kriegt man keinen Samen zurück. Sollte man also dann nur im Notfall machen. So, für den anderen können wir alles so ein bisschen, lassen wir auf 5, wie es ist. Die sind ganz schön, wenn wir die haben. Die können wir uns nachher aber auch nachkaufen und ja, die vermehren sich halt auch, wenn wir die anpflanzen. So ist es also nicht. So, dann haben wir hier Kuhinnereien als Nahrungsmittel. Nahrung können wir ruhig sehr gut mitnehmen. Cave Lobster erhöhe ich auch mal auf 20, aber das machen wir lieber nachher. Wir machen erst die Skills gleich. Gehen wir nochmal durch. Faden brauchen wir am Anfang nicht. Den können wir nachher auch kaufen oder halt aus Pigtails selber herstellen. Das ist auch am Anfang nicht nötig. Genauso Cloth brauchen wir auch nicht.
Taschen können wir mal zwei von behalten. Das sind Aufbewahrungsbehälter, die sind immer ganz gut. Und Seile kann man auch zwei einpacken. Ich zeige nachher warum. Ist zwar jetzt nicht mehr ganz so wichtig, aber ich lasse mal drin. Stören uns auch nicht. Ein Quiver haben wir nicht, also die brauchen wir nicht. Ich habe nicht vor, einen Zwerg jagen zu lassen. Gerade also am Anfang auch nicht. 10 Punkte bzw. 30 Punkte, die können wir uns sparen. Jäger haben wir nicht. So, Eimer. Ist ganz nett, wenn man einen dabei hat, aber mehr brauchen wir am Anfang tatsächlich nicht. Die können wir halt auch schnell selber bauen. Dasselbe gilt für Splints und Crutches. Splints sind halt so Schienen, die braucht man zum Verarzten von Zwergen und Crutches sind Krücken. Die bauen wir dann auch, wenn wir es brauchen. Am Anfang hoffen wir, dass wir uns nicht verletzen. Ein Wheelbarrow ist quasi eine Schubkarre. Bauen wir uns auch, wenn wir sie brauchen. So, jetzt haben wir alles Unsinnige schon mal raus und ein bisschen Alkohol dazugepackt. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Zwerge. Gut, also wir haben hier Goden, Kipp, Sodel, Etur, Mosus, Rigott und Thun. Da werden wir die Namen natürlich ein bisschen anpassen. Und als allererstes schauen wir die aber mal so schnell durch. Ein Zwerg kann man mit V genauer ansehen. Und hier setzt die Musik passend ein. Hier kann man dann nämlich auch schon einiges über den Zwerg erfahren. Zum Beispiel unser Godun Bekormul ist 87 Jahre alt, am 23. Malachit im Jahre 39 geboren. Aber viel wichtiger ist der Text, der da in Grün und Rot steht. Und zwar steht da, was er kann und was er nicht kann. Er hier ist zum Beispiel sehr stark, heilt aber auch sehr langsam. Außerdem hat er eine gute Intuition und ist sehr geduldig, ist aber sehr unkreativ, wenig Willenskraft, wenig Sinn für Management, keine Ahnung von Social Relationships, also von Freundschaften und Beziehungsmanagement. Und einen sehr schlechten Empathiesinn. Ich würde sagen, das klingt schon mal nach unserem Sergeant. Unser erster Armeezwerg quasi, der wird nachher unseren ersten Trupp anführen. Und wie nennen wir das denn mal? Mal ein Chief draus. Oder ein General. So, ist doch schön. Namen bekommt er standardmäßig erstmal Grumbok. Und dann können wir auch schon direkt die Skills machen. Ich lasse ihn auf jeden Fall mit Minen arbeiten. Deswegen packe ich da mal einen Skill schon mal drin rein. Die Zwerge bekommen als Startjobs das, was die hier haben an Skills. Kann man natürlich alles selber einstellen. Aber meiner ist nicht schlecht. Umso höher dieser Skill ist, umso schneller graben sie. Und umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Steine rauskommen, wenn man grabt. Also sollten unsere ersten beiden Miner da schon ein bisschen was können. Hier packen wir aber noch nicht voll, weil das ist ja nur ein Nebenjob für ihn. Durch das Mining steigt gleichzeitig auch seine Ausdauer und seine Stärke, was natürlich super passt. Der Rest soll aber Kampffähigkeiten werden. Ich gebe ihm auch einen Punkt Teacher, damit er seine Kampffähigkeiten weitergeben kann an die anderen Zwerge. Dann brauchen wir Dodger zum Ausweichen von Angriffen. Da können wir ruhig mal zwei nehmen. Dann soll er Rüstung benutzen können und Schilde benutzen können. Und als Waffe nehme ich am Anfang immer ganz gerne den Axtzwerg. Und den Hammerzwerg mit. Denn ein Hammer gehört einfach zu einem Zwerg. Und eine Axt haben wir am Anfang vor allen Dingen auch zur Verfügung. Die können wir also benutzen. Da packe ich dann auch mal zwei Punkte rein. Dann haben wir in den Dodger zwei, Teacher ein. Müssen wir noch was lernen? Den Rest, den können wir eigentlich durch Immigranten. Ah ja, Krieger sollte natürlich auch sein. Auch ganz interessant. So, also wir haben. Ein Punkt, zwei Punkte in Axtmann. Wobei, dann nehme ich den einen Punkt mal wieder raus und packe den auch in Krieger. Das trainiert er ja dann auch mit einem Axtkampf. Kann er besser das generelle Kriegerwissen weitergeben als das am Anfang. Also, zwei Waffenkategorien. Man könnte auch Sword und Maces nehmen, je nachdem, was euch gefällt. Shield und Armor User ist wichtig. Fighter für den Nahkämpfer. Dodger zum Ausweichen. Ein Punkt Teacher, damit er es besser beibringen kann. Und ich mache immer noch gern Punkt Miner, muss aber nicht sein. So, jetzt hätte ich das natürlich am besten noch bei dem richtigen Zwerg gemacht. Nämlich hier bei Grumbok. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Machen wir eben schnell nochmal neu.
Hier 2 Punkte Dodger, 2 Punkte Fighter, Schild-User, Armor-User, Hammer und Axt. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Mit links und rechts könnt ihr hier zwischen den Listen zappen. Und mit hoch und runter wählt ihr dann aus. Den Skill erhöhen könnt ihr mit Plus und mit Minus nehmt ihr die Punkte wieder raus. So, dann gucken wir mal. Wir brauchen eigentlich nur noch einen besonderen Zwerg, nämlich der nachher unser Anführer wird. Unser Bürgermeister quasi. Da schauen wir mal. Sie ist 55 Jahre alt, heilt langsam, ist sehr ungeschickt, wird schnell müde und sehr schwach. Kann sich schlecht konzentrieren, hat aber einen scharfen Intelligenz und kann auch so gut Sachen wahrnehmen. Was haben wir hier? Schwach, er hält viel durch, schlechte Intuition, sehr kreativ, guter Intellekt, ne? Kreativ, da machen wir gleich vielleicht was draus. So. Was ist sie? Sehr stark. Na, das klingt doch. Kein Sinn für Musik. Kann sich aber gut konzentrieren. Viel Fokus. Also hier haben wir, glaube ich, unseren Miner-Zwerg. Der packen wir 5 Punkte in Miner. Und den mache ich gleichzeitig zum Mason. Mason brauchen wir für so ziemlich alle steinerne Möbelstücke. Das kombiniere ich immer ganz gern so am Anfang. Dann haben wir die beiden Jobs hier in einem Zwerg stecken. Das bremst natürlich ein bisschen auf, wenn man gleichzeitig minen und mason will. Da muss man mal dann ein bisschen mikromanagen. Aber ich hoffe, wir kriegen schnell die ersten Immigranten. So, Mosus, auch eine Sie. Oh, die ist ganz gut. Sehr agil, schnell zu heilen, gute Intuition. Sehr ruhig und ja, kann sich schlecht konzentrieren, keinen Sinn für Musik. Schauen wir hier nochmal. Er heilt langsam, ist sehr tough. Schlechte analytische Fähigkeiten und wenig Geduld, schlecht für einen Anführer, würde ich mal sagen. Ja, ich würde sagen, wir haben fast eine Majorin heute hier dabei. Die finde ich gut. Warum auch nicht? Aber ich hätte ja lieber einen Kerl. Warum haben wir so viele Frauen? Was war das? Schlechte Intuition. Kinesthetic Sense, weiß ich gerade gar nicht. Würde sagen, räumliche Sachen, sowas. Kreativität, schlechter ist auch eine Ski. Ja, passt auf, dann tauschen wir das. Dann machen wir hier einen Schumbock raus. Hauptsache, wir haben einen dabei. Und das war die gute, ne? Ja, das wird unsere Gouverneurin. Ich kenne leider nur einen Gouverneurinnen-Namen. Da müssen wir auch Gouverneur machen. Gouverneur. Nehme ich Marley. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Gut, den Rest werde ich jetzt mal geschlechterunspezifisch gleich benennen, nämlich nach ein paar Bekannten. Und wenn ihr eure Namen hier sehen wollt, immer gerne in die Kommentare rein. Ich add hier jeden Zwerg, der möchte. So, unser Gouverneur, der soll natürlich ein Anführer sein. Ich gebe erstmal überall nur einen Punkt rein, dann gucken wir nachher, was wir steigern. Der muss Record Keeper sein, da tun wir auch schon mal 2 Punkte rein. Record Keeper ist einer, der sitzt den ganzen Tag am Schreibtisch und schreibt mit, was wir so haben. Damit kriegen wir dann eine genaue Auflistung, was wir haben, was sehr wichtig ist. So, der sollte gut Appraiser sein, denn der ist gleichzeitig mein Broker. Das ist der, der mit den anderen Zivilisationen Handel treibt. Und umso besser der schätzen kann, umso bessere Preise kriegen wir auch. Dann brauchen wir eigentlich noch. Wo ist es? Können wir nochmal einen Punkt Negator geben? Organizer ist auch ganz lustig. Also das sind ja alles solche Social Skills. Ich weiß gar nicht, ob Management ein extra Skill war. Ich sehe es gerade nicht. Deutscher Wrestler Fighter. Na, hier ist jetzt dieses Zeug. Und da sind schon Berufe. Gut, dann geben wir noch einen Leader. Und wenn er ein guter Anführer ist, dann muss er auch ein guter Comedian sein.
ich denke, so können wir einen gesellschaftlichen Zwerg lassen. Wobei, ich gebe ihm noch mal eine Fähigkeit hier mit. Ah ne, komm, machen wir einen gesellschaftlichen Zwerg daraus. Das lohnt sich, glaube ich. Haben wir noch was vergessen? Ich schaue noch mal einmal drauf. Intimidator ist auch immer ganz interessant. Das sind aber Sachen, die kann er dann auch nachher noch lernen, ne? Wir wollen lieber einen witzigen, eine witzige Anführerin haben. So, dann kipp, die nennen wir um. Oder den. Das wird mal der Dale. Vom PvPlay. Und ich würde sagen, der wird unser Waldmensch. Ich schreibe das mal in Großbuchstaben. Das kann ich euch übrigens auch empfehlen. Das mache ich mal bei allen gerade. Denn dann könnt ihr, wenn gleich Immigranten kommen, direkt sehen, wen ihr benannt habt und wen noch nicht. Oh, da fehlt ja auch ein U, sehe ich gerade. Haben wir uns verschrieben. Das passiert bei mir öfter, können damit rechnen. Dann brauchen wir eigentlich auch später noch einen Guybrush Threepwood. Da müssen wir mal gucken. Der Reis, der kommt dann ja später dazu erst. Erstmal nur Marlin. Unser Wood-Typ kriegt von uns. Aber Moment, war nicht? Moment, das war doch der mit. Ah, ne, okay. Der kriegt von uns Woodcutter und Carpenter. Dann kann er Bäume fällen und gleichzeitig alles aus Holz herstellen. So, einen Besen. Das ist der mit der guten Kreativ. Da mache ich einen Craftsworth raus. Crafter nenne ich den mal. Das kann der Brennan sein. Ebenfalls vom PvPlay. Und der bekommt von mir jetzt Stonecrafting. Und ein bisschen Woodcrafting. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir werden nicht mit. Ah doch, wir müssen ein paar Sachen machen. Stonecrafting ist wichtig. Warum erkläre ich da noch? Also kann ich ja Stonecrafting. Und überhaupt mit Crafting kann man jede Menge Schmuckstücke und Ringe und solche Sachen herstellen. Die können wir gut verkaufen. Außerdem kriegen wir damit andere Pots und noch ein paar Feinheiten. Und ich gebe auch Ihnen noch mal ein bisschen was in Mason, denn wie gesagt, die Miner werden am Anfang sehr beschäftigt sein und deswegen wenig Zeit haben, in der Mason zu sitzen. Also beim Steinmetz. Die Skills erhöhen sich sowieso noch. Also das Learning by Doing, wenn die Zwerge da arbeiten, dann lernen sie es auch. Es gibt quasi nur der Startbonus, den wir hier bestimmen. So, hier habe ich ja schon einen Miner. Der braucht auch noch einen Namen. Den nenne ich dann auch mal Miner. Und als Namen kommt er dann Salur. Damit haben wir die drei komplett. Und als letztes, unser Gouverneur hat noch einen Skillpunkt frei. Und dann können wir ja Intimidator auch noch mitnehmen. Lügner wollen wir nicht sein. Gut, dann nehmen wir hier noch einen Kocht jetzt. Guck, der heißt Tulsa. Und dann machen wir hier noch Wolesi. Und das ist auch nie. Dann haben wir hier noch einen Lanell. Der stirbt mir immer bei Castle Story weg. Mal gucken, ob der hier ein bisschen länger lebt. Und der wird Braumeister. So, unser Koch bekommt. Also die beiden mache ich immer gleichzeitig gerne zum Farmer auch am Anfang. Grower ist sehr, also ein Punkt in Herbalist, mehr brauchen wir nicht, das ist nur zum Pflücken. Grower ist interessanter, denn wenn die hoch Grower haben, dann können die besser qualitativ höhere Pflanzen anbauen. Deswegen machen wir das auf 9,6 und das ist unser Cook, also kriegt er auch 10 Kochen, damit wir lecker, lecker Zeug haben. Und dasselbe wiederhole ich hier, 9, 6 und halt Brewer statt Koch. Und ja, das sind so meine Staatswerke, die ich bisher immer genommen habe. Es gibt da ganz, ganz verschiedene Taktiken, wie man starten kann. Und es gestaltet das Spiel auch ein bisschen mit. Aber insgesamt nochmal zusammengefasst habe ich einen, der ein bisschen meinen kann, dafür aber auch in den wichtigsten Kampfskills einen Punkt hat und das dann auch weitergeben kann als Führer meiner Armee. Dann habe ich einen Woodcrafter, der gleichzeitig Schreiner hat.
Dann haben wir einen, der nur ein bisschen Steinmetz ist, aber dafür auch sehr schöne Steinkinkerlitzchen und solche Sachen herstellen kann. Und wir haben einen, der ja hauptsächlich in der Mine rumhängt und Steinmetz ist. Dann haben wir einen, der nur Social-Fähigkeiten hat. Der wird nachher unser Anführer, Expeditionsleiter, Bookkeeper vor allen Dingen schnell und unser Verhandler. Dann haben wir einen Koch mit Farmfähigkeiten. 9 Punkte in Grower, 6 in Herbalist und 10 in Koch. Und als zu guter Letzt dasselbe nochmal als Braumeister, halt mit 10 in Brewer. So, das waren unsere Zwerge. Als nächstes wollen wir noch gucken, was wir mitnehmen. Und zwar fangen wir mal mit den Tieren an. Ich nehme immer ganz gerne Hunde mit, denn Hunde haben den Vorteil, jetzt weiß ich hier gerade nicht, was für männlich und was für weiblich steht. Das ist natürlich schlecht, das kann man aber sehen hier bei den Chicken. Rooster, der Sack ist männlich und das Amulett ist weiblich. Dann nehmen wir mal 6 weibliche Hunde und 2 männliche mit. Denn Hunde haben den Vorteil, dass sie sich a. schnell vermehren. B. sind die drin gut zu halten. Also viele Tiere müssen draußen ab und zu mal fressen oder brauchen halt pflanzliche Nahrung. Die Hunde kann man so mit füttern. Und man kann sie gleichzeitig auch noch zu Kriegshunden ausbilden. Wie man hier unten sieht, War Dog. Die sind zwar nicht besonders stark, aber sind halt auch Kriegseinheiten. Die stelle ich immer ganz gerne vorne auf Diebesentdeckungskur. Außerdem dann noch, sagen wir mal, 4 Hennen und ein Rooster. Also 4 Hühner und ein Hahn. Die produzieren Eier und die vermehren sich zwar nicht ganz so schnell, aber die Eierproduktion ist eine gute Hilfe am Anfang, wenn es ums Essen geht. So, das war es an Tieren. Und dann schmeißen wir hier noch die Plump Helmets. Die schmeißen wir raus. Die sind nämlich sehr teuer mit 4 für normales Essen. Die bringen nicht mehr als die anderen Sachen. Und da wir so viele Spawns haben, werden wir die sowieso schnell in Überfluss haben. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Auch hier die Kuhinnereien schmeiße ich raus. Denn ich nehme jetzt noch Cave Lobster, erhöhen wir mal auf 20. Und jetzt packen wir ein mit N. Können wir hier hin. Und dann können wir hier aussuchen. Dann geben wir Dog ein. Und hier haben wir alles Mögliche an Hundefleisch. Das wollen wir haben. Auch gerne viel Unterschiedliches. Denn ich nehme mal hier so die ersten paar Sachen mit. Denn unsere Zwerge brauchen A. Abwechslung. Das erhöht die Laune ungemein. Und, ups, jetzt habe ich einmal was Falsches genommen. Und gleichzeitig sollte man aber darauf achten, dass man gerade am Anfang nicht zu sehr variiert. Denn jeder Zwerg entwickelt, je nachdem, was er isst, auch eine Leibspeise. Und ja, wenn man die da hat, dann sind die Zwerge glücklich. Und wenn man die nicht da hat, hat das zwar nicht direkt einen Nachteil, aber halt auch keinen Vorteil. So, nehmen wir mal die 4 und davon packen wir jeweils 15 ein. Verbrauchen wir jetzt die restlichen Punkte. Und dann können wir loslegen. So. Ah ja, und wie gesagt, wenn wir jetzt hier nur Hund anbieten, dann haben die zwar unterschiedliche Hundgelüste, aber die können wir nachher mit unserer eigenen Hundeproduktion immer mal wieder stillen. So, also hier nochmal zusammengefasst: 2 Spitzhacken, eine Axt, viel Alkohol, Plump Helmet Spawns auch viel, Hauptnahrungsquelle am Anfang. Die Krücken und die Quiver und die Buckets alle raus. Einen behalten wir mal zur Sicherheit. Damit kann man nämlich Wasser holen. Und einiges an Fleisch dann noch dazu. An Tieren habe ich jetzt ganz oben 6 Hündin, 2 Hunde zum Befruchten, 4 Hennen und einen Hahn für die Eierproduktion. Ja, und dann könnten wir noch zu guter Letzt unsere Festung benennen. Da kann man sich einen zufälligen Namen mit R generieren lassen. Man kann sich das hier aber auch aussuchen, wenn man möchte. Ich würde sagen, Icy Works, Bolt Train. Wir nehmen mal irgendwas. Frontkomponente, First Aktivität. Also man kann hier sehr. Uiuiui. Da kann man doch einiges wählen. Machen wir mal. Ach, keine Ahnung. Ich lasse was Zufälliges. Bronze Punches. Fleck Barsch.
Ausbildungsticket will so. Lenzepaddels nicht unbedingt. Die Diamantwildschweine, das ist doch Hammer. Ganz klasse. Gut, unsere Gruppe können wir auch noch benennen. Die Lanzen der Kehlen. Jetzt weiß ich nicht, nicht so der Hit. Die Diamanten. Die glorreichen Spiegel. Die emanzipierten Berge. Hätten sie drei. Die geschüttelten Canyons. Das ist doch schön. Das lassen wir. Ja, das war's. Wir sind ausgerüstet. Jetzt drücke ich Enter. Und dann beginnt unsere Reise. Und diese Folge endet hier. Damit haben wir in der ersten Folge die Welterschaffung, in der zweiten den Embark und in der dritten geht es dann endgültig los mit der ersten Runde Dwarf Fortress. Bis zum nächsten Mal, euer Schumbock.